Hallo, wir beweisen, dass die Folge Q hoch n, wenn der Betrag von Q größer 1 ist, divergiert. Was heißt nochmal divergieren? Dass sie nicht konvergiert. So ist es. Und auch kein Grenzwert zu. Und hier, wenn man es aus der Optik kennt, divergentes Lichtbündel heißt auseinanderlaufend. Das ist der eigentliche Sinn. Wir werden aber noch Beispiele kennenlernen, wo eine Folge nicht unbedingt unbeschränkt sein muss und trotzdem nicht konvergiert. Also das ist hier nicht ganz glücklich die Wortwahl. So, und wir werden aber das tatsächlich machen mit dem Satz, den wir letztes Mal bewiesen haben. Was wissen wir denn über konvergente Folgen automatisch? Was haben die immer für eine Eigenschaft? Die sind beschränkt. So, wenn wir also zeigen können, dass diese Folge nicht beschränkt ist, dann sind wir fertig, denn dann kann sie nicht konvergieren. Einfach Kontraposition von diesem Satz. Okay? Wir müssen also schauen, was ist mit Betrag Q gleich 1? Oder sagen wir mal Q gleich 1? Warum brauche ich den Fall nicht irgendwie extra zu betrachten? Was habe ich da für eine Folge? Dann wäre es nur 1. So ist es. Ist die konvergent? Ja. Die ist sowas von konvergent. Die ist ihr eigener Grenzwert. Also jedes Folgenglied ist der Grenzwert. Da ist der Abstand 0 zum Grenzwert. Das geht sicherlich auch. Und für Q kleiner 1 betragsmäßig haben wir es bewiesen. Ja, das stimmt halt gegen 0. So ist es. Damit haben wir diese Folge komplett verstanden, wenn das Beispiel fertig ist. Okay, wir zeigen also, dass dieses Ding unbeschränkt ist. Was heißt das? Wer kann das formulieren? Dass es keine Schranke hat. Ja, dass wir, egal welchen Bereich wir wählen, sozusagen immer ein Folgenglied finden, das außerhalb dieses Bereichs liegt und damit geht es bis zum Ende. So, und dass man keine lästigen Fallunterscheidungen brauchen, machen wir gleich in beide Richtungen. Ich gebe mir hier so einen Streifen vor, der Breite 2 mal groß S. S irgendeine vermutete Schranke. Und dann genau wie du gesagt hast, was muss ich dann finden, wenn ich zeigen will, dass es wirklich unbeschränkt ist? Ja, irgendein Folgenglied, das außerhalb von diesem Schlauch liegt. In dem Fall gibt es sogar, dass alle Nachfolgenden, die da auch außen liegen, finden sollen. So ist es. Spielt aber keine Rolle, weil es müssten ja sonst alle drin liegen. Und außerhalb liegen kann das bedeuten, könnte aber auch das bedeuten. Denn Q darf ja auch negativ sein, das heißt, es kann auch so hin und her springen. Deswegen machen wir es gleich betragsmäßig. Also das heißt, formalisieren, für alle vorgegebenen Zahlen, groß S, muss ich was finden? Ein AN sozusagen, also existiert ein AN, dessen Betrag größer S ist. So ist es. Und jetzt? Betrag, Größe, Betrag von S. Genau. Ja, wenn ich einen Betrag nehme, kann ich direkt S nehmen. Okay. Weil wenn der Betrag ja, stimmt, größer als S ist, dann ist das Negative davon. Genau. Ja. Und ich mache es jetzt so, es existiert ein Index NS. QN größer S, genau wie du gesagt hast. Na, immer anschaulich denken bei Folgen, wenn es geht. Das heißt hier, irgendwann liegt es außerhalb von diesem Schlauch, egal wie breit er wird. Das heißt unbeschränkt. Das müssen wir schaffen. Okay? Wenn ich jetzt nur eine Zahl finde, die, wo danach sozusagen das Folgenglied draußen liegt, wäre das dann auch schon unbeschränkt oder muss für jede Zahl sozusagen eine geben, die danach unten? Beschränkt würde heißen, alle Folgenglieder liegen in irgendeinem Schlauch und die Verneinung davon ist, es gibt eins, das außerhalb liegt. Wenn mir das eine nicht genügen würde, könnte ich ja das S immer größer wählen. Dann würde ich aber immer eins finden. Das heißt, das ist die Definition von unbeschränkt. Wir können annehmen, dass Q positiv ist, denn ob ich nun Q hoch n Betrag mache oder, was ist das Gleiche? Es ist einfach Betrag von Q hoch n. So ist es. Der Betrag ist multiplikativ, das heißt, ich kann das hoch n rausziehen und dann habe ich was Positives. Ich kann mich also von vornherein darauf einschränken, dass Q größer 0 ist. Okay, weil gerade die Frage kam, OBDA ist bei Mathematikerinnen beliebte Abkürzung für ohne Beschränkung der Allgemeinheit, soll heißen, wenn ich das hier annehme, wird der Rest des Arguments nicht irgendwie beeinträchtigt, dass es nur für einen Spezialfall gelten würde, denn wie wir hier klar gemacht haben, es ist keine Einschränkung, wenn ich sage, Q ist positiv. Und aufgrund von dem gilt genau das gleiche Argument, wenn Q negativ ist. Und um eben hier eine Fallunterscheidung zu sparen, schreibt man das manchmal hin, OBDA heißt, ich kann irgendwas annehmen, ohne die Allgemeinheit des Arguments, das dann folgt, in irgendeiner Weise zu beschneiden. Deswegen ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Da kommt man wahrscheinlich nicht drauf, wenn man es nicht schon mal gesehen hat.
Das ist, wenn man sieht, ganz einfach. Wenn Q größer 1 ist, wie kann ich es dann schreiben? Q kann ich dann darstellen als? 1 plus 7. Genau. Mit irgendeinem positiven x. Okay? So, was ist dann Q hoch n? Kann man auch 1 plus x hochhalten. Jetzt, die Klausur ist noch nicht so lang her. Erinnert ihr euch vielleicht an was? 1 plus x hoch n. Wie kann ich das abschätzen? So, da kommt er nicht drauf. Wir hatten mal per Induktion die Ungleichung von Bernoulli bewiesen, die genau das hier besagt. Oder, was hast du gesagt? Binomische Lehre. Das wird dir sogar genügen, weil x ist ja positiv. Dann stehen danach nur noch irgendwelche positiven Ausdrücke. Wenn ich die weglasse, habe ich auf jeden Fall diese Abschätzung. Da wird dann stehen n über 2, x² und so weiter. So oder so, entweder Ungleichung von Bernoulli oder binomischer Leersatz zeichnet, das hier ist größer als das. Und dieser Ausdruck ist jetzt natürlich wesentlich angenehmer, weil da das n nach unten gewandert ist. Und jetzt guckt den Ausdruck mal an. Der hier wächst doch offensichtlich unbeschränkt. 1 plus n mal x. Egal wie klein positiv das x ist, wenn das n groß genug wird, wird irgendwann 1 plus nx größer als s. Okay? Ihr sagt mir jetzt noch, welches n? Ab welchem n gilt das? Es gilt ab s durch x, da x nämlich positiv ist, darf man nämlich durch x teilen und das ist Vorzeichen durch y. Sehr gut. Dann wird trotzdem die 1 noch minus 1 noch, ja. Genau. So, wie muss ich also mein ns definieren für eine natürliche Zahl, ab der dieses Ding die Grenze s überschreitet? Naja, s minus 1 durch x. X ist irgendeine positivere n-Zahl, das heißt genau richtig, wie du sagst, man darf das x teilen, dann nehme ich die Gauss-Klammer und dann habe ich eine natürliche Zahl. Und ab der bzw. danach gilt diese Ungleichung. Das heißt, diese Folge ist unbeschränkt und damit kann sie nicht konvergieren. Jetzt haben wir wirklich zu Fuß, ohne Logarithmus oder sonstige Hilfsmittel bewiesen, dass die Folge Q hoch n. Wir haben eigentlich nur das bewiesen, aber sie steigt ja monoton. Woran sehe ich, dass es monoton ist? Also wir haben hier herausgefunden, irgendwann liegt es über dieser Schranke s. Und weil jetzt das hier gilt, mit einer Zahl größer 1, sehe ich, dass das nächste Folgenglied sogar noch höher liegen wird. Und damit ist es ab diesem Index komplett raus aus dem Schlauch und wächst danach weiter an. Also das war jetzt ein Beweis für die Divergenz einer Folge. Finde ich nicht leicht. Also wenn man Logarithmus zur Verfügung hat, kommt man vielleicht leichter hier weiter, ansonsten braucht man hier eine Idee, um irgendwie das in den Griff zu kriegen. Eben die klare Aussage, dass zum Beispiel 1,1 hoch n immer größer wird. Das haben wir jetzt formalisiert. So, wenn ihr euch erinnert, wir hatten das schon gezeigt, konkret für q gleich 1/2, aber es macht überhaupt keinen Unterschied. Hatten wir gezeigt, dass dieses Ding eine Nullfolge ist, unter Verwendung des Logarithmus. Das würde ich jetzt gern ohne Logarithmus nochmal machen, denn wie gesagt, Exponentialfunktion und Logarithmus bedürfen eigentlich schon der Folgen zu ihrer Definition. Deswegen ist es sachlogisch nicht ganz korrekt, da schon den Logarithmus zu verwenden. Also nochmal zur Erinnerung, wir haben gerade gezeigt, dass diese Folge hier divergiert, wenn Betrag q größer 1 ist. Das werden wir jetzt verwenden, um ohne Logarithmus die Konvergenz von dieser Folge zu zeigen, wenn Betrag q kleiner 1 ist. Also, wie fängt jeder Beweis an, wenn wir die Konvergenz nachweisen? Existiert ein Epsilon 0 kleiner. Wir nehmen ein beliebiges, das ist wichtig, wir nehmen ein beliebiges Epsilon größer 0, also schreiben wir hin, sei Epsilon größer 0. Du siehst den Unterschied. Wenn du sagst, wir nehmen 1, das bringt gar nichts, weil ich muss ja für jedes Epsilon größer 0 zeichnen. So, wir suchen dann wie immer das n Epsilon, sodass was gilt, wenn das hier eine Nullfolge ist. Was muss gelten? Betrag von q hoch n muss kleiner epsilon sein. So ist das. Ich schreibe es von der explizit hin: Betrag q hoch n minus 0, was ich weglassen kann, kleiner epsilon. Für welche n? Für alle n größer n epsilon. So, wieder ohne beschränkte Allgemeinheit nehme ich an, q ist positiv aus demselben Argument wie eben. Betrag von q hoch n ist gleich wie Betrag q hoch n. Dann brauchen wir keine Fallunterscheidung. So,
Jetzt braucht man eine zündende Idee. Achtung! Wir wollen verwenden, dass sowas hier, wenn Betrag Q größer 1 ist, divergiert. Das müssen wir irgendwie einbringen. Jetzt haben wir aber Q kleiner 1. Was könnte man machen? Wir können ja ein Q kleiner 1 darstellen, dass 1 durch eine Zahl, also nach Q alphabetisch, L, 1 durch R beispielsweise, genau. Oder 1 durch irgendwas auf jeden Fall. Ich messe tatsächlich Groß Q. Groß Q 1 durch Groß Q ist ein Groß Q ist ein Positiv, und zwar größer 1. Oder es ist nicht positiv, aber doch, wir haben es angenommen. Ja, genau, wir haben es angenommen. Also, Groß Q ist dann größer 1 und das Ganze ist damit sogar divergent. Genau das ist die Idee. Wenn man die halt nicht hat, kommt man nicht weiter. Wenn man sie hat, ist der Rest nur noch Formsache. Also, wir definieren das Groß Q als das hier, genau wie du gesagt hast. Und wir verwenden jetzt, was wir eben bewiesen haben. Ich habe es vorher ein bisschen zu lax gesagt. Wir brauchen, dass es hier unbeschränkt ist. Divergent genügt nicht. Ja? Wir verwenden, dass es unbeschränkt ist. So, Achtung. Jetzt haben wir dieses Epsilon, das haben wir noch gar nicht verwendet. Wir haben eine unbeschränkte Folge. Wir wissen, die übersteigt jede Grenze nach oben. Jetzt müssen wir die Grenze geschickt wählen, um einen Bezug zu dem Epsilon zu finden. Wie könnten wir das S wählen? Na, wenn wir als S 1 durch Epsilon wählen, das sind alle folgenden Zahlen sozusagen größer und damit ist Q, was ja 1 durch Groß Q ist. Langsam. Also, dann ist das eine positive Zahl. Dann wissen wir, es gibt ein N Epsilon. Vorher haben wir das N Index S genannt, jetzt nenne ich es gleich N Epsilon, sodass was gilt? Ja, damit gilt sozusagen, dass ab da, also es gibt Q, die größer sind sozusagen. Ab irgendeinem N werden alle Q größer sein, als diese Schranke. Und damit wird 1 durch Groß Q, sozusagen, was ja das kleine Q ist, was wir haben, kleiner sein als diese Schranke. Genauso ist es. Groß Q hoch N ist 1 durch Q in Klammern hoch N, also 1 durch Q hoch N. Und wenn das größer als Epsilon ist, für alle N größer N Epsilon, was weiß ich dann über Q hoch N? Du hast es schon gesagt vorher, glaube ich. Q hoch N ist dann kleiner. Genau. Ja, das kann man sich ja anschaulich überlegen. Was ist hier aber ganz entscheidend für den Übergang? Weil meine Zahlen multipliziert. Sehr gut. Epsilon ist größer 0. Und Q hoch N ist größer 0, deswegen darf ich durchmultiplizieren, ohne dieses Ding zu ändern. Dann steht da drüben Q hoch N, da steht Epsilon, also Q hoch N kleiner als Epsilon. So, weil ich weiß, Q ist größer 0, ist das hier das Gleiche und das hier wollte ich hier gerade zeigen. Und damit bin ich fertig. Jetzt haben wir also durch diesen kleinen Trick und unter Verwendung der Tatsache, dass das dann unbeschränkt wächst, bewiesen, ohne Logarithmus, dass dieses Ding eine Nullfolge ist für Betrag Q kleiner 1. Auch wieder, jeder Schritt für sich ist leicht, aber darauf zu kommen, das so aufzuschreiben, wäre mir nicht gelungen. In der Schule gleich gar nicht, im ersten Semester sicherlich auch. So, und dann ist der Beweis zu Ende.